Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Vlog. Der Star Wars Trip beginnt. Denn wir fliegen jetzt nach Orlando, aber vorher Check-in. So, Freunde, jetzt haben wir den Sicherheitscheck durch. Ja, wir wurden auf Sprengstoff abgetastet. Ihr kennt das ja, ne, mit so einem blauen Band. Dann machen die über einem so einen Abstrich und geben das in so ein Gerät rein. Und dann wird entschieden, ob man Sprengstoff hat oder nicht. Bei mir wurden alle elektronischen Sachen, also die Kamera, mein MacBook, meine Drohne, alles wurde abgecheckt. Ich sehe auch so böse aus. Zum Hintergrund seht ihr die Boeing 747-400 von der Lufthansa. Damit fliegen wir von Frankfurt nach Orlando. Und ich bin ja bald nochmal hier am Flughafen, denn wir drehen ja hier so eine Vlog mit dem Verantwortlichen, also mit den Verantwortlichen vom Frankfurter Flughafen. Da freue ich mich mega drauf. Aber heute einfach mal als Passagier in einer 747 der Lufthansa in der Business Class. Und ich zeige euch gleich mal, wie das da so aussieht und ob sich das so lohnt, so viel Geld dafür zu bezahlen. Ne? Aber was viel interessanter ist: Was ist mit Benjamin los? Okay, Freunde, wir sind jetzt im Flugzeug angekommen. Ben, was ist das denn hier für ein Sitz? Wollen wir jetzt erstmal gleich starten und uns das in Ruhe angucken? Ja, genau. Sonst? Tut ihr nicht? Bin ich. Wir sind jetzt abgehoben, wir sind jetzt oben in der Luft. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil es ist schon ein bisschen lauter hier. Und ich kann auch nicht so laut rumbrüllen, weil hier schlafen ja auch ein paar Leute. Ich zeige euch jetzt mal die Business Class der Lufthansa, okay? In einer Boeing 747. Also wir haben als erstes hier unseren Sitz, ja? Der hat sehr viel Beinfreiheit. Man kann die Beine schön ausstrecken, ne? Man kann hier liegen und schlafen. Dann haben wir hier so ein Menü. Mit diesem Menü können wir unsere Sitzposition ändern. Ja, zum Beispiel können wir jetzt sagen, wir wollen liegen. Liegen oder so halt in dieser Position. So, und dann kann man hier schön mit dem Fernsehen gucken. Kann das hier auch so drehen zu sich. Ne? Macht man dann so. Sehr, sehr cool. Und hat auch eine Decke auf jeden Fall. Eine Decke, ein Kissen. Und das Schöne ist, wir haben eine Karte bekommen, da können wir uns gleich was zum Essen bestellen. Ja? Guck mal hier. Wir haben einmal zur Auswahl. Vorspeisen, Salat, Hauptspeisen oder Käse und Dessert und noch Curry und noch ein Dessert vor der Landung. Ja, Expressmenü gibt es auch noch. Sehr, sehr schön alles. Weine, alles das Beste der Besten. Ja, ne? Ja, das ist die Business Class. Was gibt es noch zu zeigen? Genau, wir haben hier ein Fach. Ne, also erstmal die Fernbedienung, damit kann man den Fernseher steuern, den wir gegenüber dem Programm auswählen, Stewardess, Ufer und so weiter. Wenn wir das hier öffnen, haben wir hier einen Tisch, ja, wo wir dann unser Essen ausstellen können, die Fernbedienung. Und wir haben hier drüben noch ein Fach. Ich mach das mal. Da sind Kopfhörer drin, die man sich rausnehmen kann, aber gerade klemmen. Und ja, den Kram habe ich ja schon gesagt. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ist natürlich ein deutlich luxuriöses Reisen, als wie man es kennt aus der Economy Class, wo man dann die ganze Zeit so sitzen muss. Und natürlich auch so ein Spaß. Ne? 1000 Tacken müsst ihr dafür berappen, für dieses Upgrade. Und das ist schon eine Nummer. Aber man kann es ja einmal machen. Das Gute ist natürlich, man kann jetzt hier auch komplett pennen. Man kann sogar hier die Härte seines Sitzes einstellen. Ja? Und dann könnt ihr einfach hier pennen. Wenn ihr dann 9 Stunden fliegt, dann liegt ihr hier, wie das im Liegen aussieht. Aber jetzt fliegen wir erstmal weiter und dann essen wir gleich was und trinken was. Und ich zeige euch das natürlich auch noch. Ne? So, Freunde, Sand Nummer 1, Roast Beef, ein Brötchen, Butter. So, Leute, Gang Nummer 2, Hauptgang, lecker Hähnchen. Lecker, mit Spinat und Reis. Ich habe jetzt gerade versucht zu schlafen, ich bin auch. Und ich fühle mich irgendwie schlimmer als vorher. Aber es liegt daran, weil alles die ganze Zeit so wackelt. Aber es ist auf jeden Fall sehr entlastend in der Business Class, oder? Besser als Weltrekord. Testen wir mal, ob das noch klappt. Ich
Wäre es geil, wenn der Stuhl sich bewegen würde und würde in den Sitz reinfahren. Naja, Leute. Wir haben noch 2,5 Stunden vor uns. Wir haben auch Filme im Flugzeug geguckt. Ich habe Arrival geguckt. Was hast du geguckt, Ben? Dr. Strange. Dr. Strange, dein Fazit. Guter Film. War sehr verwirrt. Ja. Nee, war nicht verwirrt, aber es war sehr komisch von den Effekten her und so. Aber es war cool. Kamerawisch ist ganz geil. Wenn man rausguckt, sieht man einfach nur blau. Ich bin so unfassbar müde. Wir haben in Deutschland, glaube ich, gerade zu dem Punkt 0 Uhr oder sowas. Und ich bin seit 6 Uhr wach. Ich konnte im Flugzeug nicht schlafen. Oh. Und jetzt müssen wir auf unseren Shuttle-Service warten. Und dann geht es weiter zum Hotel. Ich hoffe, dass das alles klappt, weil wir mussten dort anrufen und die schicken jetzt jemanden hier hin. Oh, was ein Trip. Wenn man sich hier nicht auskennt, ein bisschen tricky. Okay, Freunde, nach 13 Stunden oder ja, 13 bis 16 Stunden unterwegs sein, also erst mit dem ICE, dann mit dem Flieger, dann mit dem Shuttle-Service, dann mit dem noch irgendwas zum Hotel angekommen. Ich bin so unfassbar müde. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich eine Business-Class schlafen kann, aber Alter, es war überhaupt nicht möglich. Es war einfach auch Turbulenz und alles. Egal, so, ich zeige euch jetzt das Zimmer. Boah, ich sehe echt fertig aus. Krass. Egal, ich zeige euch jetzt das Zimmer, ne? Dann wisst ihr auch, wo ich denn die nächsten Tage hausiere. So sieht das Ganze hier aus in Amerika. Hier ist alles typisch amerikanisch, ein bisschen größer alles und übertrieben. Und mit ein bisschen größer meine ich vor allem das Schlafzimmer. Ich schlafe hier alleine, ja, der Ben hat ein eigenes Zimmer, der da drüben übrigens sitzt noch und sich gerade delikatent hier durchguckt. Und mega Betten, also ich kann eine Nacht hier schlafen oder eine Nacht da drüben, sehr, sehr schön. Auf dem Boden, einen wunderschönen Fernseher haben wir auch hier. Und was ich sehr, sehr cool finde, so eine kleine Terrasse, wo wir rausgehen können. Und da können wir einfach hier sitzen oder einfach so ein bisschen die Leute beobachten, die natürlich auch zur Star Wars Celebration gehen oder eben einfach hier im Hotel Urlaub machen oder sonst was. Ja, das ist das Hotelzimmer. Aber das war auch schon der erste Tag des Vlogs. Ja, wir sind jetzt fertig und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch unheimlich viel Spaß gemacht, mal zu sehen, zack, wie es denn so mit der Business Class ist zu fliegen und ob es denn interessant ist, ob sich das lohnt. Wie es ist, so, so lange unterwegs sein und so auszusehen. Ich bin so müde. Und deswegen mal gucken, vielleicht nehmen wir jetzt noch was essen und dann snacken und dann schlafen. Und morgen, Leute, ja, morgen gibt es dann den nächsten Vlog von der Star Wars Celebration. Geht's dann los und erstmal ausschlafen. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis morgen.